Ich habe jetzt 3 Stunden lang deine scheiß Playlist von Ali Turns geguckt. Und warum, wenn ich fragen darf, fuck dich das so ab? Schaut mal, ich habe GTA 5. Und ich habe dieses Dreckspiel schon 30 Stunden lang gespielt. Ich gehe jetzt weiter zocken. Ja! Wie kannst du deine Kamera aufnehmen? Tja, das man von erfordert YouTube-Partnerkräfte. Oh mein Gott, er ist ein Genie! Genius! Wie würde ein echter Alblali-Film aussehen? Hallöchen, meine Freunde, ich bin Alblali und das ist meine Freundin Yuki und die schlägt mich ständig. Ich bin Yuki und ich schlag ihn ständig. Und das ist mein Kater Felix und er ist ständig genervt. Ich bin Felix und ich bin ständig genervt. Und das sind eure lustigen Fragen. Magst du Bratwurst? Die kleine Verf***er! Magst du Wiener? Ich liebe Wiener. Boah, war der schlecht. Der war gut. Wie siehst du aus, wenn du isst? Eigentlich genauso wie alle anderen auch. Abgesehen davon, dass ich ein bisschen schneller esse als der sogenannte Durchschnittsmensch. Das schmeckt gut. Wirklich? Ja, hat gut geschmeckt. Was? Welchen Namen magst du lieber, Adi oder Viktor? Naja, wie wär's mit Gott? Ach ja, und tu mir den Gefallen und schreib nie wieder so. Jedes Mal, wenn ich sehe, dass jemand so schreibt, muss ich automatisch an Aslaks denken. Welchen Namen magst du lieber, Adi oder Viktor? Imitier mal Yuki bitte, Doppelpunkt D. Schaut mal, ich bin Yuki und ich hab Titten. Schaut mal, ich bin Ali und ich hab Titten. Hallo? Hey Ali, geh mal als Dirbu und Ali verkleidet zu McDonalds und schrei Henne nach Ho. Aber natürlich, ich meine, was kann schon schief gehen? Tja, wie konnte das nur schief laufen? Kannst du deine Videos länger machen, bitte? Na klar, bitteschön. Und damit wäre das Video ganze 3 Sekunden länger. Yee! Mach das Ali-Tells-Intro mal auf Chinesisch, bitte. Ding, dong, ding, ding, dong, dong. Das ist sowas von rassistisch. Ich werde sie anzeigen. Oh, ist das ihre Katze? Darf ich sie essen? Ich habe die gleiche Katze. Mein Beileid. Also der Katze meine ich. Wieso wirst du mal aggressiv, wenn ich jemand fragt, magst du Bratwurst? Du glaubst, ich würde mich echt darüber aufregen? Magst du Bratwurst? Ich zerf***e deine Familie, du F***! Du heißt Viktor. Und du heißt Klaus. Hast du eine Freundin? Mach mal bitte ein Video, wo du besoffen bist. XD. Hatest du schon mal einen Dreier, XD? Ob ich einen Dreier hate? Euer Dreier ist schlecht, die Lippen viel zu klein und der Penis viel zu groß. Hey Ali, hast du schon mal einen Mord begangen? Ja, so mindestens 500 innerhalb von einer Woche. Der da kann's bezeugen. Ich kann das bezeugen. Mach mal ein ganzes Musikvideo, wo du lagst. Und dann erfinde ich eine neue Musikrichtung namens Lagstep. Was geht, meine Bitches? Ich beobachte dich, Viktor. Klar tust du das. Felix Wodka? Finden wir es raus! Und du willst die Katze eines Russen sein! Ich will dich haben! Hey Ali, was würdest du machen, wenn du unsichtbar wärst? Ich dusche! Und das nackt! Mach mal ein Video, wo du nur Russisch sprichst, bitte! Doppelpunkt D! Sakroi Rotblatt! Ich glaube, der liebt mich! Auf jeden Fall! Oh mein Gott, Ali hat Ohrlöcher! Du Mädchen, du! Na, mein Freund, wir haben uns lange nicht gesehen, wa? Hey, du heißt ja Blume mit Nachnamen. Du Mädchen, du. Tja, was gibt Schöneres als respektvollen Umgang, nicht wahr? Warum schlägt Yuki dich eigentlich immer? Doppelpunkt D. Freunde, ihr versteht es einfach nicht. Das ist halt unsere Art und Weise, wahre Liebe auszudrücken. Oh, jetzt ich! Ja, so viel zur sogenannten Gleichberechtigung. Aufschrei für Männer! Hörst du gerne Musik? Musik, wie eklig. Ich bin, könnte man sagen, mehr so der Ambient-Typ, der anderen Autos beim Vorbeifahren zuhört. Boah, geil. Wie bist du ein Russe? Das ist doch völlig klar. Aus der Zusammensetzung von Wodka, Pelmeni, Oreo-Keksen und Bubble Tea. Ich meine, das weiß doch jeder. Sind deine Eltern stolz auf dich? Doppelpunkt D. Boah, die Fragen, Alter. Aber natürlich sind meine Eltern stolz auf mich. Was haben wir falsch gemacht? Ey, halt mal deine Fresse, Mutter! Immer diese respektlosen Eltern. Vergiss uns nicht, über Sex zu belehren, wie du in Alitals Folge 13 angekündigt hast. So, also wie wir alle wissen, bringt der Storch die Babys nach unten. Davor muss aber noch was anderes passiert sein. Und zwar müssen Eltern so richtig schön und Ey, wo kommt der scheiß Piepen her? Und erst dann, liebe Kinder, kommt der Storch. Yay! Yuki als Schnee auf Japanisch! Ha, das ist definitiv das Lustigste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Was heißt Yuki? Schnee. Scheiß die Wand an, du bist ja toll. Okay. Vielen Dank. Ich meine, die Wand hat eh einen neuen Anstrich gebraucht. Ali, wie würdest du als Monster aussehen? Naja, ich würde mal sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit so. Aber das ist doch noch ein viel schöneres Monster. Ey, schreibst du die Kommentare selber? Ey, ohne Witz, was für eine dreiste Anschuldigung. Sowas würde ich niemals tun. Warum bist du so unheimlich schön, gebildet, sexy und einfach nur unglaublich?
Ali, ich wette, du kannst nicht LeFloid nachmachen. Aber natürlich kann ich LeFloid nachmachen. Ist doch nicht schwer. Titten, 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 Titten. Oh. Hallo. Siehst du mich jetzt? Nee, warte mal, wo zur Hölle? Ach, da! Hi! Hallo! Hä, riechst du das? Ey, warte mal, ist das etwa... Ich habe Burger gekauft. Wow, geil! Ali, was passiert, wenn du Hallo sagst? Hallo! Macht Sinn. Deine Wand redet. Aber natürlich kann ich reden und ganz nebenbei. Was stinkt denn hier so? Yuki hat so eine positive Aura. Aber natürlich hat Yuki eine positive Aura. Ich meine, was erwartet ihr? Sie ist schließlich eine wandelnde Anime-Figur. Oh. Wer ist stärker, du oder Yuki? Naja, körperlich, das wäre dann meine Wenigkeit. Aber ihr habt ja gesehen, was passiert ist. Mach mal Tischstep, bitte. Du als Rockstar. Meine Witze werden immer besser. Memes. Mit welchem YouTuber würdest du freiwillig rummachen? Oh, geil. Rockstar. Nein, warte. Tja, das wäre dann wohl eher mehr oder weniger freiwillig. Hier spricht Captain Niveau, wir sinken. Hier spricht Captain Ali. Wir liegen bereits auf dem Meeresboden. Mein Freund will dich knallen. Soll ich mir jetzt Sorgen machen? Doch, ich bin der Typ, der dich knallen will. Tut mir leid, Kumpel, aber ich bin nicht schwul und außerdem... Nee, du hast vermutlich jetzt was falsch verstanden. Du duschst ohne Wasser? Naja, wie du vielleicht eventuell bemerkt hast, bin ich Gamer. Natürlich dusche ich ohne Wasser. RTL hat immer recht. Miau. Fresse. Wie bindest du dir die Schuhe, Ali? Mit YouTube-Partnerkräften können sie das auch. Kaufen sie jetzt YouTube-Partnerkräfte. YouTube-Partnerkräfte. Fuck yeah! Mach mal bitte das Ali-Tells-Intro auf Mexikanisch. Ayayayayayayay, biatch! Hattest du schon mal einen Sechser? Wow, ein Sixer gleich? Nur zu besonderen Anlässen. Hey, meine kleinen Süßen, habt ihr gewartet? Fuck yeah! Mach die Videos kürzer. Klar, warum eigentlich? Renn nackt durchs Zimmer durch. Oh mein Gott, ich hab Al-Bladi nackt gesehen. Was ist denn da vorne? Na, sein Kopf! Ich bin kacke. Tja, ich würde mal sagen, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, ne? Wovon redet er? Ich bin wirklich kacke. Ob man Legstep und Zahnlückenmusik verbinden kann? Ach, oder wie kommt man denn auf den Scheiß wieder? Ali, deine Haare stehen falsch. Tut mir leid. Besser? Ich weiß, wie du aussiehst. Unmöglich. Ihr schnappt mich nicht. Ah. Hey Ali, wie bekommst du eigentlich den Bart von Durbunali hin? What the fuck? Yuki hat blonde Haare. Wovon redest du? Ich meine, weißt du, wovon er redet? Ich hab keine Ahnung. Magst du Affen? Ich hasse Affen. Was würdest du tun, wenn du fliegen könntest? Fliegen? Ich meine, was ist das für eine bescheuerte Frage? Was machst du eigentlich, wenn du schläfst? Naja, ich schlafe. Boah, echt? Ich auch. Wir haben ja so viel gemeinsam. Ali, wie hoch ist dein IQ, XD? Also ganz bescheiden, ohne zu übertreiben. So rein visuell könnte man sagen. Hast du Brot? Nein, ich bin ja so arm. Seit wann kannst du reden, Dopp.D? Na, schon immer. Ich meine, hallo. Bei mir kann sowieso alles sprechen. Hey, Schrank. Hey, Ali. Victor, denkst du, du hast einen Muskel? Aber natürlich. Überzeug dich selbst. Hey, Ali, heute schon gerubbelt? Dumme Frage. Oh, ja. Der Witz ist ja uralt. Ist der nicht? Warum rubbelt man überhaupt an einer Flasche? Tja, ich hab keine perfekte Ahnung. Ei, Blali hat Style. Dankeschön. Yuki hat größere Titten als du. Ach nee, wirklich? Wow, wer sagt das? Was zu ver... Was passiert, wenn du in den Spiegel schaust und dreimal Durbunali sagst? Probieren wir es doch mal aus. Okay, Durbunali. So ein Opfer, ey. Nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Magst du Anime und Manga und wenn ja, welche? Natürlich nur Animes wie Pokémon oder Digimon. Alles kinderfreundlich und definitiv nichts pervers davon. Was machst du, wenn man dich fragt, ob du Bratwurst magst? Jo, magst du Bratwurst? So ein Opfer, ey. Was war das Dümmste, was du ihr angestellt hast, Doppelpunkt D? Hey Schatz, meine Ex hat Lust auf einen Dreier. Wollen wir? Yeah. Deine Videos sind voll heil. Ich danke dir, Kamerad.
Hey, meine Freundin, die sagt, die liebt dich. Soll ich mir Sorgen machen? Tja, wenn du willst, kannst du mir mal ihre Nummer geben. Ich rede mit ihr. Ach, meine Güte, das war doch nur... Ach, komm schon! Hey, Ali, dein Handy ist fett. Ach, komm schon, jetzt hast du aber seine Gefühle verletzt. Hey, Ali, du bist auf YouTube. Du-dum. Gibt es in deinem Haus einen Gegenstand, der nicht reden kann? Ja, ich zum Beispiel... Nee, Moment mal. Hey, die hat aber eine sexy Stimme. Ernsthaft? Wegen einem Gegenstand? Wann denkst du, wirst du mit YouTube aufhören? In 12 Jahren, 85 Tagen, 3 Stunden und 4 Minuten. Hey Ali, mach mal Yuki nach. Hallo, ich bin Yuki und alles, was ich kann, ist Ali schlagen. Fail! Karl hat rote Haare. Ach komm schon, du willst mich doch verarschen, Karl. Doch... Was du für f***ende Hölle? Wer soll dieser Karl sein? Komm. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Liest du immer alle Kommentare unter deinen Videos? Wow, nichts für ungut, aber wenn ich das ernsthaft tun würde, würde ungefähr das aus mir werden. Bitte töte mich! Ja, nicht so. Nicht so die Wofil und so. What does your girlfriend say? Mach den Scheiß hier endlich weg! Mach den Scheiß hier endlich weg! Ist das mit Yuki was Ernstes? Ja, und das, meine werten Freunde, ist das Resultat eurer geistreichen Kommentare. Nicht so die Wofil und so. What does the Victor say? Räum den Scheiß doch selber auf. Red mal mit deinen Möbeln. Na du, warst du schon immer so ein Stubenhocker? Wusstest du, dass Yuki in jeder Iblali-Folge heimlich versucht, dich umzubringen? Okay, warte mal, stimmt das wirklich? Natürlich nicht. Was hast du denn da? Na Tee! Echt? Cool! Mach doch mal bitte eine Folge über typisches Elternverhalten. Was ist das denn? Was ist passiert? Du hast Laptop kaputt gemacht! Ich habe gar nichts gemacht! Du hast Laptop kaputt gemacht! Was war das Romantischste, was du je für deine Freundin gemacht hast? Hey Baby, hast du vielleicht meine Hose gesehen? Ja, das war's mir wert. Malali, sagen dir die Stimmen in deinem Kopf auch immer, was du tun sollst? Naja, hin und wieder. Nein, 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 nein! Ich will nicht masturbieren! Warum eigentlich nicht? Ali, wie viele Mützen hast du eigentlich? Ich weiß nicht. 1, 2... Hey! Meine Kuh liegt bei minus 5. Pass mal auf, Kumpel, das ist gar nicht möglich. Denn wenn es so wäre, würdest du gar nicht in der Lage sein zu atmen. Er hat vollkommen recht, wenn ich ein echter Fan sein will, muss ich aufhören zu atmen. Bro, das ist völliger Blödsinn, du. Bro. Bro! Ibladi hat mein Bro auf dem Gewissen. Abonnieren. Ali, sing mal alle meine Entchen rückwärts, XD. Okay. Ich liebe Satan. Was denn? Hey Ali, was hältst du von der Folterszene bei GTA 5? Ja, das ist total unverantwortlich. Sollte man direkt wieder rausnehmen. Und so. Ach, die Folterszene, ja, die finde ich natürlich super. Wie hier alle dumme Kommentare schreiben, um bei Ali Tells reinzukommen. Was haben deine Eltern gesagt, als du ihnen Yuki vorgestellt hast? Schau, Mama, das ist meine neue Freundin Yuki. Ja, du und Freundin. Fail. Felix ist fett. Ihr könnt mich mal. Bekleide dich mal als Tribunali und rede normal. Yo, was gibt's? Du, Schnuggi, könntest du mir eventuell bei meiner Vorlesung helfen? Das wäre super dufte von dir. Okay, welche Drogen waren's diesmal? Wirf mal deine Mütze auf den Boden, Doppelpunkt D. Okay. Hey Ali, das neue Kanalbild von YouTube ist ja mal voll unschön. Was sagst du dazu? Wow, da ist wohl jemand ganz schnell. Lass mich raten. Internet Explorer? Ey, cool, es gibt hier eine neue Seite. Was denn? Die heißt Twitter. What does the fox say? Bei einem Fuchs ertönt unter anderem ein leises Knurren. Wenn du Yuki heiraten würdest, wie sähe der Antrag aus? Yuki, willst du mich heiraten? Schatz, wollen wir vielleicht... Nein. Tolle Ehe. Ich habe das gleiche Handy wie du, yeah! Ach was, ist das so? Ich hol mir ein iPhone. Ich habe die gleiche Freundin wie du. Ach was, ist das so? Machst du Sport? Ja klar, aber natürlich. Fingersport. Bist du bereit, Baby? Na klar, Honey. Ich mach dich fertig! Nein, ich mach dich fertig! Was machst du, wenn du Auto fährst? Naja, also noch habe ich ja keinen Führerschein. Aber mit YouTube-Partnerkräften können wir in die Zukunft blicken. Schauen wir doch mal, meine Damen und Herren, wie ich so fahren würde.
Joa, ich glaube, das mit dem Führerschein verzögert sich noch eine Weile. Der letzte. Nein, bitte, nein, bitte, nein. Bitte. Okay. Ja, Digga, wieso riechen deine Videos nach Wodka? Tja, und wieso riechen deine Kommentare so nach Scheiße? Ich bin voll das fabelhafte Vorbild für die Kinder, nicht wahr? Kannst du mal Felix imitieren? Bitte! Hey Leute, sorry wegen dem Spam, aber heutzutage ist es schwierig, anders Aufmerksamkeit zu kriegen. Wir haben hier einen neuen Kanal gemacht. Nein, warte! Block! Tja, meine Freunde, und das passiert, wenn man versucht, meinen Kanal auszunutzen, um Werbung für sich zu machen. Zerstörbare Felsen sind zerstörbar. Toll, bei dem ersten Kommentar schon jemand, der nur Scheiße labert. Oder willst, bleib mir hier mal realistisch, nicht wahr, Felsen? Aber echt mal, bleib mal realistisch. Du bist online. Aber natürlich bin ich online. Ich meine, was ist das für eine Frage? Leute? Leute? Hä? Ich bin eine Banane. Natürlich bist du das. Und ich bin ein Kürbis, wie jeder weiß. Er glaubt mir nicht. Am Ende des Video hast du irgendwie ein bisschen traurig gewirkt. Ist es wegen Felix? Ich find's lustig, wie einige Leute permanent versuchen, in meine Seele zu blicken und dabei gar nicht mehr auf den Inhalt der Videos achten. Ich meine, wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie es in meinem Kopf aussieht, hier ein kleiner Einblick. Seht ihr? Alles ganz normal. Womit machst du deine Frisur? Ich fehle bei meiner immer. Oh, das erfordert ein aufwendiges Tutorial. Aber ich zeig's euch trotzdem. Gebt euch! Wie ihr seht, kann es einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber hey, Geduld ist eine Tugend. Geh ich dir auf die Nerven? Ja, verdammt nochmal, das tust du. Du nennst dich Sarah Michelle. Das sind kein Vor- und Nachname, das sind ein Vor- und Vorname. Ja! Nein, er hat keine anderen Probleme. Hey Ali, was ist eigentlich dein Lieblingsessen? Also, unter anderem esse ich gern Bananen. Oh oh. Ey, bitte mach mal ein Video über dich, wie du säufst. Das ist nur Wasser. La 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 la. Kurde wieder, Gondo. Nee, also deine These in Bezug auf die atomare Ebene kann ich persönlich nicht unterstützen. Aber dennoch interessanter Ansatz. Hey, Justin Bieber ist jetzt im Knast. Ja, und kam für 2500 Dollar wieder raus. 2500 Euro, ich meine, wie konnte ihm das nur passieren? Ich meine, er hat doch nur 500 Trilliarden. Der arme, arme Junge. Ishir, deine Freundin lebt gefährlich, ne? Aber natürlich lebt sie gefährlich. Sie lebt schließlich mit mir zusammen. Er lebt gefährlich. Ich lebe gefährlich. Schuldige, ich lebe gefährlich, ey. Warum konnte Felix nicht mitkommen, ey? Ja, ich weiß, wir sind alle sehr erschüttert darüber. Ich bin frei. Bist du Türle, Eiblali? Da hat wohl jemand meine wahre Gestalt enttarnt. Ich habe zwar immer gesagt, dass ich Russe bin, aber die Wahrheit ist, ich bin in Wirklichkeit eine Türle. Jetzt ist es raus. Hey Ali, wenn du dir eine Serie aussuchen könntest, in der du lebst, welche Serie wäre das? Ja, das wäre dann wahrscheinlich Supernatural aufgrund der Möglichkeiten. Guten Tag, ich bin ein echter FBI-Agent, wie Sie ja sehen können. Oh ja, das sehe ich in Ihrem Ausweis, den ich ganz bestimmt nicht überprüfen werde, weil er ganz bestimmt echt ist. Schlürf die Capri-Sonne! Yeah! Geil. Deine Wohnung ist sexy. Was? Meine Wohnung soll sexy sein? Jetzt, wo du sagst, ich bin da unten schon ganz horny, wenn ich ehrlich bin. Oh, shit, es ist passiert. Voll eklig, der Typ, der sich zu Alis Mädchenstimme eine runterholt. Boah, warte mal kurz, meinst du den hier? Aber das bist doch du. Ja, sau eklig, der Typ. Ich meine, wie kommt der überhaupt in mein Video? Hey, Ali, wie gut warst du in der Schule? Ich war wirklich für den Arsch, aber dafür hatte ich geile Tricks auf Lager. Sobald der Lehrer jemanden dran nahm, der nicht ich war, habe ich mich noch kurz für eine halbe Sekunde gemeldet, damit das so aussah, als hätte ich die Lösung doch gewusst. So, jetzt will ich aber die Antwort hören. Wie ist es mit dir, ja? Oh, naja. Mach mal Eiblali, der Film. Hey Ali, zu welchen Anlässen trinkst du mal? Nur zu besonderen Anlässen und wirklich nie anders. Ich habe dein Lieblingsessen gemacht. Wie würde es klingen, wenn Drobunali eine weibliche Stimme hätte? Ich werde dir körperlichen Schaden zufügen, Übergewichtiger. Wenn deine Freundin Yuki belästigt werden sollte, was hättest du dem Belästiger angetan? Ich würde dem Belästiger Folgendes sagen. Lauf weg. Und wieder eine gute Tat vollbracht.